Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut. Mein Name ist Fett Esper, für die, die mich nicht kennen und neu eingeschaltet habt. Willkommen auf meinem Kanal. Der Self-Love and Body Positivity. Egal, auf jeden Fall. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wie ihr sehen könnt, bei mir hat schon Hot Girl Summer angefangen. Heute 20 Grad und die ganze Woche bis zu 25 Grad. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Heute ein Shein Try On. Und ich möchte euch die guten Sachen präsentieren, die ich mir gekauft habe. Vorab, ein Outfit habe ich schon mal an, weil ihr wisst ja, oh, ich kann nicht warten. Also. Ich wollte schon sagen, Outfit Nummer Uno, aber es sind nur Tops. Als erstes hätten wir hier Basics. Und zwar, ihr kennt das alles, diese Bandeau oder Bandan oder Bandau-Tops hier, so einmal drumherum. Also das Weiße hatte ich jetzt noch nicht an. Das zeige ich euch gleich. Ich hoffe, es ist blickdicht, aber es ist, wie ihr seht, total mega, mega stretchy, aber dennoch sehr figurbetont. Und ja, gelblich als weiß. Aber nun gut, wollen wir nicht so pingelig sein. Bei den Tops haben wir ungefähr, weil die gibt es in schwarz und in weiß. Ich habe mir da immer einen Doppelpack geholt. Auch natürlich total stretchy, ne? Dennoch figurbetont. Das ist Größe XL 46 und die beiden haben 6 Euro gekostet. Es geht weiter und weiter. Ich habe meine Geldbörse nicht im Griff. Und zwar hatte ich noch nie in meinem Leben an, aber Animal Print. Und das ist wieder eine Schlaghose. Die hat hier unten auch so einen Schlitz. Hier. Oh Gott. Wie so ein Schlitz. Ihr werdet es gleich, jetzt gleich sofort angezogen sehen. Und die ist total, total stretchy. Also meine baumstammartigen Oberschenkel passen in das Ding hier rein. Ich glaube, die hat 11 Euro gekostet. Probieren wir das doch jetzt gleich noch. Das ist das Top kombiniert mit der Hose. Jetzt sieht man die Hose gar nicht so. Warte, ich drehe mich mal zum Spiegel. Hier, seht ihr im Spiegel meine Schlitze? Ja, das ist das Outfit. Von vorne und von hinten. das weiße T-Shirt ist... ja... blickdicht. Aber da die meisten Ladies von euch wahrscheinlich eben BH drunter tragen, ist es egal. Für die, die so offen sind wie ich und sich nicht für ihre Brustform schämen, ein Go an euch, weniger mehr, denkt immer dran. Also wie gesagt, total stretchy, eigentlich weiß, aber es könnte weiße sein. Die Hose, wie gesagt, total elastisch, blickdicht und ich liebe die Schlitze unten. Ich zeig's euch nochmal, ist total fancy, hat auch eine schöne Hose und ja, mein Hot Girl Summer geht weiter. Machen wir auch direkt weiter mit Oberteilen. Und zwar, oh, mein neuer Favorite. Ich wollte das eigentlich anziehen, aber so, auch wieder so ein Top. Das geht unten so in Richtung spitz nach unten. Hier, ihr seht das, das wird so angezogen. Unten die Spitze und hinten ist es wie so ein Korsett, eine Corsage. Das finde ich total toll. Also ihr könnt es nochmal enger machen, ein bisschen weiter. Es ist extrem stretchy. Und Größe 1XL und ich probiere es direkt an. Wie ihr hier sehen könnt, ja, Leder. Ich finde, Leder hat immer so was Dominantes, Verruchtes. Und ich liebe Leder. Es ist total stretchy. Also, wenn ich eine 48 wäre, ich hätte hier auch nochmal safe reingepasst. Wie ihr hier hinten erkennen könnt, ist hier dieses Korsettartige zum Zuschnüren. Also, ihr könnt bestimmt noch mal eure Bubis ein bisschen pushen, ne? Ich bin gegen BHs, das sind einfach Tittenkäfige. Aber egal, das ist nicht der Inhalt des Videos. Total cute, ich liebe das Oberteil, super. Ich glaube, das hat auch nur 5 Euro gekostet. Und es hält, dadurch, dass es Leder ist, hält es einfach und so eng. Und wie gesagt, hier hat es auch wieder dieses spitze Detail. Ich liebe es. Ich habe
Das ist wahrscheinlich so ein neuer Trend, Fetisch von mir jetzt. Ich liebe es, wenn es hier unten so noch spitz nach unten geht. Für mich der Pfeil nach unten, ihr wisst schon, ey. Ich liebe es. Machen wir weiter. Und zwar, jetzt kommt noch ein, ihr kennt ja alle Bandanas, ne? Und das hier ist ein Bandana. Aber als Top. Ich weiß, das sieht sehr klein aus, hier meine Handfläche, das Ding. Also es ist nicht so stretchy, aber es passt, wie ihr sehen könnt. Nur ihr solltet was drunter tragen, denn wenn ein Wind kommt, dann das hier ist sehr locker. Und wenn das hochfliegt, dann nachher Anzeige raus wegen Exhibitionismus. So, egal, auf jeden Fall. Hier oben hat das noch so ein Streifen Gummi oder Kleber, damit das nicht verrutscht. Hinten wird es zusammengebunden, aber ich habe es unter meine Brüste geklemmt. Ihr wartet, ich zeige es euch. Da und hoch und wieder runter. Und das tut es auch. Machen wir weiter. Und zwar habe ich hier, das ist ein Two-Set von Shein in Größe 1XL. Hier, das ist wieder so ein Crop-Top, hier ist ein Knoten, lange Ärmel und die Schulter sind so ein bisschen gepolstert, so ein kleines Detail, finde ich ja immer total schön sowas. Und der passende Rock dazu, der hat auch an der Seite, so Rippungen, Raffungen, hier ihr seht schon, wie gesagt, ich ziehe das jetzt gerne gleich nochmal für euch an. Das ist das Two-Set in der Größe 1XL. Das hat, glaube ich, 12 Euro gekostet. Und wie schon eben erwähnt, ich liebe die Details hier. Und das habe ich gerade gemeint mit diesem ist hier gerippt an der Seite. Wie ihr sehen könnt, ist auch der Po soweit eigentlich blickdicht, ich hoffe. Und es ist sehr dehnbar. Dennoch Figur betont. Immer dieselben Wörter, ja? Tut mir leid, ich bin kein Fashionista. Keine Ahnung, ich hoffe, es gefällt euch einfach. Wie gesagt, 1XL. Einfach nur bequem. Ich liebe Shein. Ich liebe es. Ich glaube, ich würde sogar sagen, Shein ist über Asos. Und Leute, das ist mein Outfit, was ihr jetzt im Video nicht gesehen habt. Und zwar, ich liebe den Schnitt einfach. Ich liebe dieses kleine Detail, dieses dreieckförmige, was nach unten geht. Am besten sollte man so einen Pfeil hier so und in Zukunft noch so einen roten Punkt so. Ihr wisst schon, so ein Pfeil, roter Punkt. Ja, okay. Lange Rede, gar keinen Sinn. Auf jeden Fall. Das, ich liebe es. Also, ich liebe es. Da gibt es gar nichts zu sagen. Ich finde das super. Da quillt zum Glück auch noch nichts raus. Also es ist nicht eng, die Hose ist auch total, also die ist total stretchy, das ist gar nicht zu glauben. Blickdicht, soweit man das erkennen kann. Und wie gesagt, das geht dann hier nach hinten zu, hier über den Hals geht es zu. Ich sag ja, dieses Jahr ist für mich Hot Girl Summer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Teile haben euch gefallen. Denkt immer daran nicht an mir, sondern stellt sie euch an euch vor. Und das Wichtige ist, jetzt bedeutet 20 Grad, weniger ist mehr. Deswegen, Curvy Girls, Skinny Girls, Leute, ich will eure Kurven sehen, eure nicht vorhandenen Kurven oder doch eure Kurven oder selbst euren Pickel am Arsch als Kurve, egal. Hot Girls Summer, wir kriegen jetzt wieder ein bisschen Freiheit zurück, deswegen nutzt es aus und denkt immer daran, scheiß drauf, was die Leute sagen und lasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar, Abo und ihr habt immer was zu lachen und zu gucken. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund, okay?